Pantelej Taran hat insgesamt 8 Kämpfe bestritten, davon 5 gewonnen, 3 verloren. Max Heine, weniger Erfahrung, 3 Kämpfe gewonnen, einen verloren. Er ist ein Jahr jünger als Pantelej Taran, 1 Zentimeter kleiner und hat 1 Zentimeter mehr Reichweite. Alles andere erzählt mein Kollege Marc Bergmann. Der folgende Kampf ist ein Duell im Leichtgewicht bis 70 Kilogramm. Der Kämpfer in der blauen Ecke ist 28 Jahre jung und 1,76 Meter groß. Er wog ein mit 69,58 Kilogramm. Seine Bilanz: 8 Kämpfe, 5 Siege. Er repräsentiert das Piranha MMA Gym in Offenbach aus Moldawien. Pantelej Taran! Und sein Gegner in der roten Ecke ist 27 Jahre jung und 1,75 Meter groß. Er wog ein mit 70,7 Kilogramm. Seine Bilanz: 4 Kämpfe, 3 Siege. Er repräsentiert das MMA Spirit aus Frankfurt. Max Heine! Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your glove, please. Step back in your corner. Letzte Instruktionen da nochmal von Referee Gerd Richter. Und jetzt kann es losgehen. Ein Duell, auf das nicht nur MMA Deutschland lange gewartet hat, sondern auch die beiden Kontrahenten hier. Pantelej Taran sofort mit dem Druck aus der blauen Ecke. Und der erste Tritt landet tief. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Nutzen wir die Zeit. Eigentlich hat Max Heine, der hier tief getroffen wurde, bis zu 5 Minuten Zeit, sich zu erholen. Hat er das bis dahin nicht geschafft, endet das Ganze hier in einem No-Contest oder in einer Disqualifikation, falls hier eine Absicht unterstellt wird. Ja, das war nicht absichtlich, diese Technik, dieser Inside-Low-Kick. Der kann schon mal ein bisschen höher rutschen. Jetzt muss aber Pantelej Taran aufpassen, dass ihm das nicht nochmal passiert oder nicht allzu oft zumindest. Denn irgendwann wird ihm da Gerd Richter auch sagen, der Referee, hör mal, du musst besser dafür sorgen, dass du triffst. Schöne Fürhände da im Ziel, zweimal von Heine. Taran auch mit guten Treffern. Also die schenken sich hier nichts. Ja, Taran, vor allem ein hervorragender Ringer, hat lange Zeit Bundesliga gerungen hier in Deutschland. Hat in der Vergangenheit stark an seinem Kickboxen gearbeitet. Aber wir sehen es hier, läuft hier immer wieder auf die langen Hände von Max Heine, der in einem der besten Gyms Deutschlands trainiert, im MMA Spirit in Frankfurt. Taucht hier gut ab unter dem Schlag, versucht Taran runterzunehmen, aber der erfahrene Ringer verteidigt das clever. MMA Mixed Martial Arts, eine Mischung aus allen Kampfsportarten, die es da draußen so gibt. Und vor allen Dingen die zu verbinden, ist die große Kunst. Schöne Rechte im Ziel von Heine und der macht das hier gerade besser aus meiner Sicht. Pantelej Taran nutzt seinen Ring gar nicht, noch nicht mal, um es zumindest anzudeuten. Max Heine, auch wenn er hier im Rückwärtsgang ist, setzt die besseren Treffer. Ja, es ist ja sehr, sehr häufig so, dass Kämpfer, wenn sie stark an einer neuen Technik arbeiten, diese auch einsetzen wollen. Pantelej versucht hier mit seinem neu gewonnenen Striking seinen Schlagkombinationen zu punkten. Jetzt setzt er aber dann doch wieder auf seine eigentliche Stärke, nämlich den Ringkampf, versucht hier mit diesem Beinangriff Heine auf den Boden zu bringen. Das ist eine Besonderheit im MMA-Sport, es darf am Boden weitergekämpft werden. Denn auch dort gibt es für beide Kämpfer jede Menge Möglichkeiten, einen Kampf zu beenden, egal ob in der Ober- oder Unterlage. Aber Pantelej tut sich hier schwer mit diesem sogenannten Takedown, also dem zu Boden bringen des Gegners. Heine verteidigt das hier sehr, sehr gut. Pantelej Taran macht das gut, attackiert auch mal den Körper und dann wieder den Kopf, lässt hier nicht nach, Druck aufzubauen. Und für den Fall, dass ein Kampf nicht vorzeitig beendet wird, innerhalb der 3 Runden a 5 Minuten, werden Punkte... Oh! Und dann geht Pantelej zu Boden und Heine versucht hier zu finishen und Pantelej ist K.O. Erstrundenfinish für den Frankfurter. Da brauchen wir die Punktrichter wohl doch nicht. Die Rechte schlägt ein und Max Heine lässt sich hier feiern. Vollkommen zurecht. Pantelej Taran, das konnten Sie da draußen nicht so richtig sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hat nochmal versucht, sich aufzurichten, zu zeigen, nein, nein, hier ist nichts. Und ist wieder umgefallen. Also da war sehr viel Schlagwirkung da. Wir sehen uns das gleich nochmal in der Wiederholung an. Die Rechte hat schon ein paar Mal getroffen von Max Heine. Ist sehr, sehr gut durchgekommen. Der war heute
extrem fokussiert, war komplett da vom ersten Moment an. Und hier sehen wir dieses Finish nochmal. Ground and Pound nennt sich diese Technik. Schläge am Boden. Es ist nicht etwa so, dass der am Boden liegende Gegner hilflos ist. Es gibt eine Vielzahl von Verteidigungstechniken. Allerdings hat Pantelej es nicht geschafft, diese hier anzubringen. Wir machen eine ganz, ganz kurze Unterbrechung und sind dann gleich zurück hier in Düsseldorf. Tja, da hat das Team aus Frankfurt gut zu feiern, das MMA Spirit. Und Max Heine meldet sich eindrucksvoll zurück mit einem hervorragenden Sieg. Knockout in der ersten Runde. Da fällt auch einiges an Anspannung ab, denn er hatte ja auch was zu beweisen. Sowohl er als auch Pantelej Toran letzten Kampf verloren gegen den Series-Gewinner. Aber das ist jetzt alles vergessen hier. Max Heine zurück auf der Siegesstraße. Und was war das für ein Sieg hier gegen den Offenbacher? Zur Rechten von Max Heine sehen wir Daniel Weichel, einen der erfolgreichsten, der erfolgreichste internationale MMA-Kämpfer. Pantelej Toran verarbeitet hier gerade auch so ein bisschen nochmal mental diese Niederlage, die bittere Niederlage. Ihr Teamkollege Christian Eckerlin auch noch mit im Bild. Schickt ein paar Küsschen raus ins Publikum, das hier also wirklich wild gefeiert hat, den Sieg ihres Max Heine. Ausverkauftes Haus hier im Maritim in Düsseldorf. Und hier schauen wir nochmal rein in diesen K.O. Da ist die Rechte genau ans Kinn. Schickt Pantelej Toran auf den Boden und da wird nachgesetzt mit diesen Schlägen. Und erst jetzt, wo klar ist, Pantelej Toran kann sich nicht mehr intelligent verteidigen, kann die Position nicht mehr verbessern, geht der Referee dazwischen. Das ist regelkonform und hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand wehrlos ist. Denn in dem Moment, wo klar ist, okay, da ist keine intelligente Verteidigung mehr, die Position wird nicht verbessert, wurde abgebrochen. Auch die Schläge am Boden nicht so hart wie im Stand. Das ist auch ein Faktor. Also nur alles Profis hier am Cage und im Cage. Auch das medizinische Personal ist bestens vorbereitet und ausgerüstet für den Fall, dass irgendwas sein sollte. Pantelej Toran natürlich nach einem K.O. hier erstmal umsorgt. Und währenddessen kann das Team von Max Heine und er selbst natürlich ein bisschen feiern. Wir machen es aber gleich mal offiziell und schalten in den Cage zur offiziellen Urteilsverkündung. Denn auch das gehört natürlich dazu. Max Heine hat sich hier eine offizielle Urteilsverkündung mehr als verdient. Sehr, sehr gute Vorstellung von ihm. Toran ist entschlossen nach vorne gekommen, hat viel Druck gemacht. Heine war zwar im Rückwärtsgang, hat aber gute Treffer gesetzt. Und hat es dann geschafft, Pantelej Toran aus dem Rennen zu nehmen. Der wird hier einmal noch getröstet von Management und Trainerstab. Aber er ist wieder auf den Beinen. Kann es selber noch nicht so richtig glauben. Und jetzt machen wir es einmal offiziell. Sieger des Kampfes durch einen technischen Knockout nach 2 Minuten und 29 Sekunden in der ersten Runde aus der roten Ecke, Max Heine! Eine sehr, sehr schöne Geste, die wir ja noch gesehen haben, insbesondere wenn man bedenkt, dass es ja vor diesem Kampf auch ein bisschen böses Blut gab. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem beeindruckenden Sieg und einem beeindruckenden Comeback zurück auf der Siegerstraße. Wie fühlt sich das an?
Ich möchte erstmal zuallererst meiner Mutter gratulieren, die hat heute Geburtstag. Mama, alles Gute zum Geburtstag. Der Sieg war für dich. Und ich muss kurz warten, jetzt muss ich. Da hören wir gerne mal zu, wenn die Halle Happy Birthday singt. Es gab kein böses Blut zwischen mir und Pantale. Die erste Begegnung ist halt, was heißt die erste Begegnung, die nicht zustande kam, ist halt schade gelaufen. Ich habe keine Angst. Ich denke mal, das hat heute jeder gesehen. Es gab kein böses Blut. Also das Ding wurde einfach so, ja, was soll ich sagen? Ey, ich bin noch ein bisschen überwältigt, sorry. Ich kann gerade keine klaren Worte fassen, aber ja, geiler Kampf, glaube ich, oder? Ja, gibt auf jeden Fall keine Diskussion mehr, wer dieses Ding gewonnen hat. Das kann man zumindest sagen. Sehr, sehr deutliches Finish. Man weiß, wer diese Szene verfolgt, wer dich ein bisschen verfolgt. Du bist ein Mann, der sehr, sehr viel auf dem Tisch hat, bist selbstständig, Unternehmer, hast eine Firma, Angestellte und so weiter. Das heißt, nicht immer Zeit zum Training. Normalerweise muss man in diesem Sport, um an der Spitze mitzuhalten, zweimal am Tag trainieren. Das ist bei dir nicht immer gewährleistet. Deswegen sehen wir dich vielleicht auch nicht so ganz so oft im Cage, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber nach so einem Sieg hier, da juckt es doch bestimmt in den Fingern, da willst du doch bestimmt mehr. Was glaubst du, wann wir dich perspektivisch wiedersehen können? Wir haben ja noch ein paar Termine dieses Jahr bei NFC. Ich habe auf jeden Fall vor, dieses Jahr noch einmal zu kämpfen. Ich werde jetzt erstmal in Urlaub fahren, dann schaue ich, wie alles mit der Arbeit läuft, schaue, wann ich ins Training kommen kann und ihr werdet mich dieses Jahr bestimmt noch einmal sehen. Also, großen Applaus für den Frankfurter Max Heine. Na, ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann man eigentlich sich kaum wünschen von seinem Sohn. Erstmal hier mit einem ordentlichen Sieg, einem dominanten Sieg nach Hause zu kommen, dann noch von der Halle ein Geburtstagsständchen gesungen. Live im deutschen Free-TV übertragen. Ja, schwer, das noch zu toppen im nächsten Jahr. Das Geburtstagsgeschenk hier sehen wir nochmal. Die versammelte Mannschaft vom MMA Spirit. Stefan Pütz da zur Linken. Der Manager und Head Coach. Nils Schlegel zur Rechten. Wally, der Striking Coach, auch noch mit dabei. Also ein wirklich schlagkräftiges Team. Und hat funktioniert für Max Heine, lieber Marc Bergmann. Ein sehr, sehr starkes Team mit vielen Kämpfern, die seit Jahren auf internationalem Level kämpfen, auf den größten Bühnen Deutschlands kämpfen. Und sich mit solchen Leuten vorzubereiten, ist natürlich ein Riesenvorteil für Max Heine. Das kann man nicht anders sagen. Starker Sieg, er ist zurück auf der Siegerstraße. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbeunterbrechung.